Hi Leute, im heutigen Video will ich euch noch die Angelspots in Inazuma kurz alle zeigen, weil ich habe inzwischen die Map aufgedeckt. Und dementsprechend gehen wir die nochmal kurz alle durch. Einmal bei Rito im Hafen gibt es einen Angelspot. Da gibt es auch unter anderem Kugelfische. Dann gibt es beim Talentbuch-Dungeon hier auf dieser Insel zwischen Narukami und Kanazuka, also dem Kujo-Feldlager und Inazuma, könnte man auch sagen. Und so ist ja das Dungeon. Und da gibt es einen Spot bei den Bäumen und den Töpfen. Der dritte Spot, der ist ziemlich wichtig bei diesem Schiffswrack südlich vom Kujo-Feldlager. Am besten hier von dem Teleporter mit dem Wellenreiterpunkt hin. Gibt es diese Elektrofische, die man für den Fang braucht und für die Verfeinerung. Und da ist halt ein Elektroabgrundmagier mit ein paar Eislimes. Das ist ein ziemlich ätzender Fight, da ihr trotz Holzplattform oft gefühlt im Wasser steht. Deshalb ein bisschen vorsichtig sein da an der Stelle. Dann gibt es den einen beim Nasuchi-Strand, genau beim Schiffswrack und so, also nördlich davon. Dann gibt es zwei Stück auf Watatsumi. Der eine ist nördlich vom Sangonomiya-Schrein, einfach hier unten im Tal. Und der andere ist östlich vom Tsuigetsu-Teich. Einfach hier so ein bisschen an den Felsen neben dem Wellenreiterpunkt. Und die zwei auf Seirei sind relativ einfach. Der eine ist genau östlich, unterhalb von der Statue der Sieben. Und der andere ist genau auf der anderen Flussseite im Endeffekt, mehr oder weniger. Also die sind wirklich richtig, richtig einfach zu finden, ja. Und das war's für das heutige Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr Videos zu Genshin Impact haben wollt, dürft ihr gerne meinen YouTube-Kanal abonnieren. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und sag mal bis zum nächsten Mal. Bye, bye.